Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe euch einfach mal mitgenommen hier an diese Stelle. Wenn ich mich gleich umdrehe, dann wisst ihr genau, wo ich bin. Ihr kommt auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht daran vorbei. Und hinter mir habe ich eigentlich gedacht, filme ich mal einen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Bin ich morgens hier oder abends? Woran kann man sehen, dass die Sonne aufgeht oder dass die Sonne untergeht? Wir gucken auf diesen Sonntag, Estu Mihi, seid ihr bei mir? Seid ihr bei mir? Eine Frage von Jesus an seine Jünger. Macht ihr mit? Macht ihr mit auf dem Weg, der jetzt ansteht? Jesus geht nach Jerusalem, Jesus stellt sich seinen Gegnern, Jesus wird verurteilt und er wird ans Kreuz gehen und wird stellvertretend für uns Leid auf sich nehmen bis zum Tod. Ist das eine Abenddämmerung? Ist es Abenddämmerung, wenn wir Jesus verlieren, den, der unseren Glauben besonders unterstützt und trägt und uns so viel gezeigt hat von Gottes Liebe und Güte, so viel Wunder und so viele Erzählungen gemacht hat? Oder ist es Morgendämmerung? Ist es Morgendämmerung, dass man hofft auf das neue Licht des Tages, dass man hofft auf Gottes Nähe, auf Auferstehung? Erstmal hat Jesus gesagt, er braucht seine Jünger an seiner Seite und er bittet sie um Nachfolge. Und wir wissen es. Petrus zum Beispiel hat viel versprochen und nichts gehalten. Wir wissen es, er wird Jesus in der dunkelsten Stunde einfach im Stich lassen. Und wir wissen es, Jesus wird später am Kreuz völlig alleine sein. Einsam und verlassen. Absolute Einsamkeit im Tode. Aber können wir das nicht nachvollziehen? Können wir nicht nachvollziehen, dass wir als Jünger aufgerufen sind, im Glauben den nächsten Schritt zu tun, Gemeinschaft mit Jesus zu halten und dass wir doch immer wieder dran scheitern? Dass wir immer wieder hören, vertraue Gottes Wort, vertraue dem, was dein Leben tragen kann und dass wir doch immer wieder zurückzucken und immer wieder anderes vorschieben. Können wir die Jünger gut verstehen? Haben wir Abenddämmerung im Glauben? Oder ist es vielleicht doch Morgendämmerung? Ist es vielleicht doch Morgendämmerung, weil Gott uns mit Jesu Auferstehung einen neuen Weg zeigt? Weil er uns zeigt, was alles möglich und denkbar ist? Weil wir lernen, Schritt für Schritt im Glauben mitzugehen? So weit zu gehen wie Jesus, ist eine Probe, der sich niemand stellen will. Und ich wüsste nicht, was ich tun sollte, würde man von mir verlangen, genau solch ein Opfer wie Jesus zu bringen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Aber gleichzeitig ist an diesem Sonntag diese Nachfolge besonders Thema, für mich besonders Thema. Sind wir bereit, das Werk, was Jesus für uns tut, aufzunehmen? Ey, wie kann man so wie Jesus gegen alle Widerstände angehen? Wie kann man jeden bösen Blick, jeden Zweifel, die Schläge und alles, was kommen wird, wie kann man das aushalten? Das, was Jesus gemacht hat, das, wofür er überzeugt gestorben ist. Das kann man nur machen aus Liebe. Sonst gibt es keine Möglichkeit, so zu bestehen, wie Jesus bestanden hat. Er tut es aus Liebe. Aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns.
beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In deinen Nächten, von guten Mächten, seist du geborgen. Bis morgen.